Im Rahmen des Empfangs der Schwechater Wirtschaftstreibenden haben wir das Stimmungsbarometer im Schwechater Wirtschaftsleben ausgelotet und geschaut, wie es der Schwechater Wirtschaft so geht. Was kann gemacht werden, um die Wirtschaft anzukurbeln, zu verbessern? Aus unserer Sicht ganz entscheidend ist, dass die Lohnsteuer gesenkt werden muss, damit wieder mehr Kaufkraft für die Menschen zur Verfügung steht und einfach mehr Geld netto überbleibt vom Bruttogehalt. Es gibt ja immer wieder die Diskrepanz zwischen Wirtschaft, Arbeiterkammern und den Gewerkschaften, also zwischen den Beschäftigten und den Arbeitgebern. Wie betrachten Sie die Situation in Zeiten wie diesen? Ich habe da eine besonders eigene Meinung, und zwar bin ich eine zutiefste Verehrerin und Verfechterin der gewachsenen Sozialpartnerschaft. Ich weiß schon, die Kritik ist immer, das ist verfassungsrechtlich nirgendwo verankert. Dennoch ist es so, dass wir seit 1945 des letzten Jahrhunderts mittlerweile, muss man sagen, sehr, sehr gut gefahren sind mit dem partnerschaftlichen Umgang zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und auf dieses Instrument sollten wir nicht verzichten und immer wieder darauf zurückgreifen, weil das letztendlich auch eine Stütze für den gesamten Staat und auch für das Land Niederösterreich ist. Die Wirtschaft in Schwechat ist gut aufgestellt, ist eine Region, die ständig wächst, wo sich Betriebe neu ansiedeln und natürlich ein interessanter Standort für die Betriebe ist. Es geht also hauptsächlich darum, dass wir uns im Bereich der EPUs noch besser bewegen, noch besser stärken. Hier gibt es noch einen sehr starken Nachholbedarf. Es geht vor allem darum, den EPU als solchen stärker hervorzuheben und stärker zu berücksichtigen, weil hier gibt es noch einige Punkte, die berücksichtigt gehören und vor allem die so wirklich hier bearbeitet gehören, und dafür setze ich mich auch ein. Zur Wirtschaft würde ich jetzt einmal so sehen, dass sowohl auf der Veranlagungsseite durchaus hier Potenzial ist und die Menschen hier im Markt dementsprechend auch fleißig sind beim Sparen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass sehr, sehr viel investiert wird, in Wohnungen investiert wird, in Grundstücke investiert wird und hier sehr, sehr viel auch in Immobilien dementsprechend das Geld hineinfließt. Ein Barometer sind auch die jeweiligen Bankkonten der Firmen. Wie sieht es denn hier aus mit den Überziehungen? Wie sieht es hier aus mit den Rückführungen? Wenn ich so sagen darf, fällt das natürlich unter das Bankgeheimnis. Nichtsdestotrotz einmal pauschal beantwortet, geht es hier durchaus bergauf. Der Trend ist positiv und das ist natürlich für die Region, für die Banken, für die Unternehmen eine tolle Sache. Ich glaube, es ist notwendig, dass auch die kleine Wirtschaft gestärkt wird, die kleinen und Mittelbetriebe wieder mehr Aufträge bekommen. Und es geht nicht, indem man spart, sondern es geht nur, indem man auch von öffentlicher Hand investiert. Ich glaube, das wird in Schwechat hervorragend gemacht. Wir haben uns 2014 redlich bemüht um die Wirtschaft, um das Thema Wirtschaftsbetriebe hier in Schwechat. Wir haben weiters ausbauen können. Wirtschaftsbetriebe konnten sich hier in Schwechat etablieren. Und dadurch steigt natürlich auch der Bereich der Arbeitgeber, andererseits auch der Arbeitnehmer. Und ich glaube, so sollte es auch sein in einer Stadt wie Schwechat, im Nahbereich des Flughafens, im Nahbereich der OMV. Gerade in Zeiten, wo es die wirtschaftliche Krise noch immer gibt, die ja noch nicht wirklich abgeflaut ist im internationalen Bereich, ist es sehr, sehr wichtig, auch die örtliche Wirtschaft und die Niederösterreichische Wirtschaft und die Wirtschaft im Bezirk Schwechat in dem Fall vor den Vorhang zu heben, weil da Wirtschaftskraft geballte vorhanden ist im Klein- und Mittelbetrieb, weil er das System trägt in Wirklichkeit und weil er für gute Arbeitsplätze sorgt. Wir haben heute bis vor 5 Jahren eine Höhe erreicht, über 23.000 Beschäftigte in der Stadtgemeinde Schwechat. Das ist schon ein Herzeigemodell.